Und deshalb werden die Türkei und Deutschland in New York noch einmal aktiv werden und auf die Einhaltung dieser Resolution, die auch von Russland unterzeichnet wurde, zu dringen. Denn das, was sich jetzt an der türkisch-syrischen Grenze zeigt, das ist das wirklich große Elend und die Angst, die wirklich schwierige Situation der Flüchtlinge. Und deshalb haben wir auch angeboten und AFAD und das Deutsche Technische Hilfswerk werden hier zusammenarbeiten, dass Deutschland auch hier zur Seite steht, wenn es um die Versorgung von Flüchtlingen geht in dieser aktuellen und ja neuen Lage. Und unter solchen Umständen können ja Friedensgespräche schwerlich stattfinden und deshalb muss dieser Situation ein schnelles Ende gesetzt werden. Wir haben dann über die Situation der illegalen Migration, wenn man das so sagen will, gesprochen zwischen der Türkei und Griechenland und haben hier auf der Grundlage des EU-Türkei-Aktionsplans sehr konkret noch einmal gesprochen. Es wird gemeinsame Polizeikooperationen geben gegen illegalen Grenzübertritt, wo die deutsche und die türkische Seite zusammenarbeiten werden. Wir werden auch unsere bereits recht erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen bei dem Aufdecken von Schlepperringen. Sie erinnern sich, dass vor kurzem durch türkische und deutsche Aktivitäten ein solcher Ring aufgedeckt werden konnte und diese Arbeit wird fortgesetzt. Und natürlich werden wir auch das ist die polizeiliche Zusammenarbeit. Wir haben dann darüber gesprochen, wie kann man sozusagen die Arbeit der türkischen Küstenwache mit der Arbeit von Frontex kombinieren. Und hier wird es Kontakte geben, um die gemeinsamen Anstrengungen sozusagen auch zu verbessern. Und wir werden das NATO-Verteidigungsministertreffen nutzen, um auf der einen Seite über die Situation in Syrien insgesamt zu sprechen, aber eben auch über die Möglichkeiten, inwieweit die NATO bei Überwachungs der Situation auf See hilfreich sein kann und die Arbeit von Frontex und von der türkischen Küstenwache unterstützen kann. Wir werden gemeinsame Anstrengungen kooperieren, wenn es darum geht, dass Nicht-Syrer in ihr Heimatland zurückgehen. Sie wissen, dass viele Menschen sich jetzt sozusagen auch auf den Weg gemacht haben. Wir hatten im Januar bei den Ankünften auf den griechischen Inseln zum Beispiel nur noch 45% syrische Staatsbürger, aber sehr viele auch aus Afghanistan, teilweise auch aus nordafrikanischen Ländern. Hier werden wir enger zusammenarbeiten. Und was natürlich wichtig ist und was nicht nur für die Türkei wichtig ist, sondern für uns auch insgesamt, wenn wir illegale Migration unterbinden wollen, dann müssen wir natürlich in einem bestimmten Umfang auch bereit sein, auf legalem Wege Flüchtlinge aufzunehmen, insbesondere syrische Flüchtlinge. Das ist das sogenannte Kontingenzsystem und hier werden unsere Experten zusammen mit der holländischen Präsidentschaft und den Vertretern der Europäischen Kommission in den nächsten Tagen sehr intensiv arbeiten. Wie kann so etwas praktisch aussehen? Denn wenn die illegalen Möglichkeiten verringert oder gestoppt werden weitestgehend, dann muss man natürlich legale Möglichkeiten finden, um ein wirkliches Burden Sharing, also eine gemeinsame Aufgabe daraus zu definieren. Wir haben im Sinne dieser gemeinsamen Aufgabe jetzt ja auch die 3 Milliarden Euro verfügbar, die wir in der EU-Türkei-Agenda vereinbart hatten. Und hier habe ich noch einmal gesagt, wir brauchen schnelle Ergebnisse. Das ist natürlich ganz im Interesse der türkischen Seite. Die Kinder, die keine Schule haben, die wollen nicht in 2 Jahren eine Schule in Kilic oder anderswo, sondern sie wollen sehr schnell eine Schule. Und deshalb werden wir, wenn wir uns wieder treffen in Brüssel, die ersten Projekte auswerten und schauen, dass das Geld auch wirklich schnell fließen kann. Und wir werden dann auch, wo es notwendig ist, unterstützen die gemeinsame Arbeit der Türkei und Griechenlands über die Rückführung von Menschen aus Griechenland, die in Griechenland ankommen. Und diese Arbeit kann auch von Frontex unterstützt werden. Auch dafür wird sich Deutschland einsetzen. Sie sehen also, wir hatten sehr intensiv zu sprechen. Wir haben auch sehr konkret gesprochen, was die EU-Türkei-Migrationsagenda anbelangt. Am 29. November war das ein sehr erfolgreiches EU-Türkei-Treffen, inklusive natürlich auch der Frage von Kapitelöffnungen, von Visaliberalisierung, von Rückführungsabkommen von Drittstaatlern mit der Europäischen Union. Jetzt sind wir im Februar, Ende Februar sind wir 3 Monate später und jetzt wollen wir natürlich auch gemeinsam
Ergebnisse vorweisen. Und ich glaube, dafür war das heute ein wichtiger Tag. Und wir haben jetzt eine Menge Arbeit auch noch bis zur nächsten Woche. Danke für die Gastfreundschaft und danke für den Empfang. Und deshalb werden die Türkei und Deutschland in New York noch einmal aktiv werden und auf die Einhaltung dieser Resolution, die auch von Russland unterzeichnet wurde, zu dringen. Denn das, was sich jetzt an der türkisch-syrischen Grenze zeigt, das ist das wirklich große Elend und die Angst, die wirkliche schwierige Situation der Flüchtlinge. Und deshalb haben wir auch angeboten und AFAD und das Deutsche Technische Hilfswerk werden hier zusammenarbeiten, dass Deutschland auch hier zur Seite steht, wenn es um die Versorgung von Flüchtlingen geht in dieser aktuellen und ja neuen Lage. Und unter solchen Umständen können ja Friedensgespräche schwerlich stattfinden und deshalb muss dieser Situation ein schnelles Ende gesetzt werden. Wir haben dann über die Situation der illegalen Migration, wenn man das so sagen will, gesprochen zwischen der Türkei und Griechenland und haben hier auf der Grundlage des EU-Türkei-Aktionsplans sehr konkret noch einmal gesprochen. Es wird gemeinsame Polizeikooperationen geben gegen illegalen Grenzübertritt, wo die deutsche und die türkische Seite zusammenarbeiten werden. Wir werden auch unsere bereits recht erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen bei dem Aufdecken von Schlepperringen. Sie erinnern sich, dass vor kurzem durch türkische und deutsche Aktivitäten ein solcher Ring aufgedeckt werden konnte und diese Arbeit wird fortgesetzt. Und natürlich werden wir auch das ist die polizeiliche Zusammenarbeit. Wir haben dann darüber gesprochen, wie kann man sozusagen die Arbeit der türkischen Küstenwache mit der Arbeit von Frontex kombinieren. Und hier wird es Kontakte geben, um die gemeinsamen Anstrengungen sozusagen auch zu verbessern. Und wir werden das NATO-Verteidigungsministertreffen nutzen, um auf der einen Seite über die Situation in Syrien insgesamt zu sprechen, aber eben auch über die Möglichkeiten, inwieweit die NATO bei Überwachungs der Situation auf See hilfreich sein kann und die Arbeit von Frontex und von der türkischen Küstenwache unterstützen kann. Wir werden gemeinsame Anstrengungen kooperieren, wenn es darum geht, dass Nichtsyrer in ihr Heimatland zurückgehen. Sie wissen, dass viele Menschen sich jetzt sozusagen auch auf den Weg gemacht haben. Wir hatten im Januar bei den Ankünften auf den griechischen Inseln zum Beispiel nur noch 5 Aufgabe daraus zu definieren. Wir haben im Sinne dieser gemeinsamen Aufgabe jetzt ja auch die 3 Milliarden Euro verfügbar, die wir in der EU-Türkei-Agenda vereinbart hatten. Und hier habe ich noch einmal gesagt, wir brauchen schnelle Ergebnisse. Das ist natürlich ganz im Interesse der türkischen Seite. Die Kinder, die keine Schule haben, die wollen nicht in 2 Jahren eine Schule in Kilic oder anderswo, sondern sie wollen sehr schnell eine Schule. Und deshalb werden wir, wenn wir uns wieder treffen in Brüssel, die ersten Projekte auswerten und schauen, dass das Geld auch wirklich schnell fließen kann. Und wir werden dann auch, wo es notwendig ist, unterstützen die gemeinsame Arbeit der Türkei und Griechenlands über die Rückführung von Menschen aus Griechenland, die in Griechenland ankommen. Und diese Arbeit kann auch von Frontex unterstützt werden. Auch dafür wird sich Deutschland einsetzen. Sie sehen also, wir hatten 41% syrische Staatsbürger, aber sehr viele auch aus Afghanistan, teilweise auch aus nordafrikanischen Ländern. Hier werden wir enger zusammenarbeiten. Und was natürlich wichtig ist und was nicht nur für die Türkei wichtig ist, sondern für uns auch insgesamt, wenn wir illegale Migration unterbinden wollen, dann müssen wir natürlich in einem bestimmten Umfang auch bereit sein, auf legalem Wege Flüchtlinge aufzunehmen, insbesondere syrische Flüchtlinge. Das ist das sogenannte Kontingenzsystem und hier werden unsere Experten zusammen mit der holländischen Präsidentschaft und den Vertretern der Europäischen Kommission in den nächsten Tagen sehr intensiv arbeiten. Wie kann so etwas praktisch aussehen? Denn wenn die illegalen Möglichkeiten verringert oder gestoppt werden weitestgehend, dann muss man natürlich legale Möglichkeiten finden, um ein wirkliches Burden Sharing, also eine gemeinsame